So, liebe Freizeitpark-Freaks, wir sind immer noch für euch im Bobbejaanland. Total schön, wir waren im Western Plus Hotel, richtig geil. Heißt das B-Western? Western Plus? Ja, ihr könnt googeln. Auf jeden Fall in der Nähe bei Booking.com habe ich einen Frühbucherrabatt gekriegt für 145 Euro für drei Leute mit Frühstück. Super gut gepflegt. Wie gesagt, das Problem ist ja mit den Hotels, gerade auch mit den großen Ketten. Die sind natürlich auch angekraxt gewesen, auch jetzt immer noch bezüglich der Corona-Pandemie. Das merkt man halt tierisch. Da sind halt viele Sachen halt einfach auf der Strecke geblieben. Ist aber auch nicht schlimm, muss man halt mit leben. Kann man sich wunderbar mit arrangieren. Und wie gesagt, das Frühstück war super, tippitoppi. Für den Preis für drei Leute kann man echt nicht meckern. Kann euch das wirklich nur empfehlen. Das ist 15 Minuten vom Bobbejaanland weg. Guckt auf booking.com. Ist ein Western Plus, genau. Und Poolanlage super. Ja, Sauna ist eine kleine, hübsche, feine. Ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das ist ja das, was ich gerade sagte. So wie die Zimmer, die machen ja dann in erster Linie immer die Badezimmer neu, weil das eigentlich am kostenaufwendigsten ist und dementsprechend, ja, Wetter war gestern nicht so toll, dafür ist es heute bedeckt, aber nicht am Regnen, dafür doppelt so voll. Die ganzen Pfadfinder sind hier wieder vor Ort, Wartezeit gerade bei Fury maximal 3 bis 4 Minuten, also dementsprechend sehr angenehm. Und ja, ich muss mich entschuldigen, dass ich momentan nicht so viele Movies hochlade, beziehungsweise viele Vlogs, wie man ja immer so schön sagt, in der Coaster-Szenerie. Das liegt daran, weil ich momentan sehr eingespannt bin im Kulturbahnhof, wie ich ja letztes Mal auch schon in den Videos gesagt habe. Und dementsprechend, wenn ich da mal ein freies Wochenende habe, dann klar, da kommt natürlich mal ein Video. Auf zwei gestern sind wir da leider nicht zugekommen, weil erstens wegen dem Wetter und zweitens, weil wir dann sitzen bleiben konnten und dementsprechend war das natürlich richtig geil. Ich glaube, wir sind gestern 14 Mal Fury gefahren. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist unglaublich, was wir gestern gecountet haben. Ich counter dieses Jahr unglaublich auch mal. Ich mache mal was, was der Mainstreamer Coaster Nerd so schön macht, aber nur, weil ich mal wissen will, wie oft ich in wie vielen unterschiedlichen Parks ich dann im Endeffekt für euch vor Ort gewesen bin. Und ja, der Sascha ist gerade fertig mit Fury und in der Hinsicht, wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube. Ja, er hat's gecheckt. Geil.